فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wir nehmen eine weitere Biografie, eine Biografie der rechtschaffenen Vorfahren, der Salafus Salih. Und wir lernen diese Biografien und wir studieren sie und wir ziehen Nutzen davon, damit wir es sehen, wie ein Muslim sich verhalten sollte, wie ein Muslim sich beschmücken sollte und dass man lernt, sich mit lobenswerten Eigenschaften zu beschmücken und sich von frevelhaften und tadelswerten Eigenschaften zu entfernen. All dies finden wir bei den rechtschaffenen Vorfahren. Und der heutige, die heutige Persönlichkeit ist Abu Qilaba al-Jarmi al-Basri. Abu Qilaba al-Jarmi al-Basri rahimahullah. Imam al-Dhahabi rahimahullah sagt in seinem Werk Al-Siyar Alam al-Nubala, er beschrieb ihn Al-Imam Sheikhul Islam. Yani, der ist der Imam, der Sheikh des Islam. Ibn Sa'd, rahimahullah, dieser Ibn Sa'd hat ein gewaltiges Werk verfasst. Tabaqat Ibn Sa'd. Tabaqat, yani die Stufen von Ibn Sa'd. Und da hat er auch Biografien eingeführt. Angefangen bei den Sahaba. Das ist ein ganz wichtiges Buch, wenn man yani die Biografien der Salaf studiert. Tabaqat li Ibn Sa'd, rahimahullah. Ibn Sa'd, er sagte, über Abu Qilaba, er ist vertrauenswürdig, der viele Hadithe überlieferte. Yani, er ist vertrauenswürdig und auch dabei noch viele Hadithe durch ihn yani, überliefert sind. Ali ibn Abi Hamla, rahimahullah, er sagte, dass Muslim ibn Yasar, rahimahullah, er kam nach Dimashq, er kam nach Damaskus. So sagten wir zu ihm, O Abu Abdullah, wenn wir wussten, dass jemand eine bessere Person gibt, an ihm Wissen als dich in Irak, so wären wir zu ihm ja nicht gereist. Hier, Muslim ibn Yasar sagte zu ihnen, wie wäre es, wenn ihr Abu Qilaba gesehen hättet? Yani dieser Mann ist noch härtere Stufe im Wissen und in der Religion. Abu Qilaba al-Jarmi rahimahullah. Und Abu Qilaba ذكر أبو قلابة عند ابن السيرين فقال ذاك أخي حقا. يعني أبو قلابة wurde in der Anwesenheit von Ibn Sirin, يعني محمد ابن سيرين, dieser Imam der Salaf, in seiner Anwesenheit wurde Abu Qilaba erwähnt. Dann sagte محمد ابن سيرين über ihn, wahrlich, der ist يعني mein wahrer Bruder, mein wahrer Bruder. Und Ayyub al-Sikhtiyani rahimullah, er sagte, dass Abu Qilaba, rahimullah, er war von den Fuqaha, die Verständnis besaßen, also Faqih und Verständnis. Und er fand ihn, Abu Ayyub al-Sikhtiyani, Abu Qilaba, von den wissendsten Menschen über die Justiz.
jedoch von der heftigsten Menschen, die davon fliehen. Und er wollte nicht diese Positionen beim Staat annehmen. Er flieht davon. Als Abu Kilab, rahimullah, drei Hadithe berichtete, sagt es genug. Heute habe ich schon zu viele überliefert. Drei Hadithe, sagt es genug. Habe ich schon viele eigentlich überliefert. Drei Hadithe. Und Abu Kilab, rahimullah, er sagte, لا تجالس أهل الأهواء. So sitzt nicht mit den Leuten der Gelüste. لا تجالس أهل الأهواء. So sitzt nicht mit den Leuten der Gelüste. ولا تحدثهم. Und spricht auch nicht zu ihnen. فإني لا آمن أن يغمروكم في ضلالاتهم. Denn ich kann euch nicht versichern, beziehungsweise ich befürchte es für euch, dass sie euch in ihrem Irrtum ertrinken lassen. Und ich spreche nicht mit ihnen und sitze nicht mit ihnen. Denn wahrlich, ich befürchte für euch, dass diese Leute euch in ihrem Irrtum, wo sie sich befinden, euch eine mitziehen, mit eine führen. Und was? Au yulabbisu alaykum ma kuntum ta'rifun. Oder sie machen euch Zweifel und Skepsis in dem, was ihr kanntet schon. Und ihr kanntet, diese Sache ist Haq, Wahrheit. Jedoch durch das Sitzen mit diesen Leuten hast du Zweifel bekommen. Hast du eine Skepsis bekommen? Durch was? Durch das Sitzen mit der Leute der Bida'a. Deswegen, Jani, schaut diese Sache, die Warnung vor den ihren gegangenen Gruppationen und Sekten, dies hat schon damals stattgefunden. Und das war heftig. Weil, wieso? Weil diese Menschen, sie zerstören einem seine Glaube, seine Religion und führen ihn dadurch in die Irre. Wie die Menschen heute, diese Khawarij und Takfiris. Wie viele Jugendliche haben sie zerstört? Wie viele Familien haben sie zerstört? Wo sie ihnen gesagt haben, ja, kommt nach Syrien, da ist Saus und Braus. Und dann gingen sie da und war was? Ein Halbtraum. All das wegen dieser Leute. Die Leute was? Der Zweifel. Die Leute der Skepsis. Die Leute des Irrenführens. Aber, weil die Muslime leider traurigerweise nicht auf die Großgelehrten hören, sondern auf irgendwelchen YouTube-Menschen, so lassen sich täuschen von irgendwelchen, Unwissenden und Ungebildeten und weit weg von der Religion Menschen, die lassen sich durch ihnen täuschen. Weil wenn du ihm dein Gehör schenkst, wer versichert dir, dass du ja nicht von seinen Zweifeln, von seinen Scheinargumenten bewahrt wirst? Somit, was ist die Grenze? Von Anfang an zu schneiden. Gar keinen Kontakt mit diesen Menschen. Nicht sagen, ja, ich bin kuriös. Ich will es wissen, was sie denken, wie sie ticken und was weiß ich noch was. Aber dann bist du schon reingefallen. Deswegen bewahre dich. Bewahre dich selber. Bewahre deine Familie. Abu Kilab, rahimullah, sagte, إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُنَّةِ فَقَالَ دَعْنَا مِنْ هَذَا وَهَاتِ كِتَابَ اللَّهِ فَعْلَمْ أَنَّهُ ضَال. Abu Kilab sagt, wenn du einem Mensch über die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam berichtest, und hierauf sagt er zu dir, lass uns von dieser Sache. Und lass es weg von uns, diese Sache, diese Angelegenheit, die Sunna des Gesandten. Und yani, bring es oder gib uns yani, das Buch Allahs. Und er sagt, lass die Sunna und lass uns yani,
uns begnügen auf dem Koran, so wisse, dass diese Person eine irregegangene Person ist. Denn die Sunna erklärt der Koran. Und willst du den Koran verstehen, dann geh zurück zu der Sunna, zu der authentischen Sunna und der Verständnis der Sahaba. Dann willst du ja nicht der Koran richtig verstehen. Und nicht, bist du gestern konvertiert oder gestern angefangen, Religion zu praktizieren, auf einmal machst du große Urteile auf Gemeinschaften, auf Menschen, auf alles Mögliche. Wieso? Wegen dieser Leichtsinnigkeit. Weil du die Sachen nicht verstanden hast. Und Abu Qilaba, dieser Imam, rahimahullah, er wurde durch eine Krankheit geprüft, indem er gegen Ende seinem Leben, er verlierte seine Hände, seine Füße und sein Augenlicht. Er verlierte seine Hände, seine Füße und sein Augenlicht. Und trotz dieser Zustand, er lobpreiste und dankte Allah. Ani hamidan wa shakiran. Und trotz dieser Zustand, er dankte Allah. Und lobpreiste Allah subhanahu wa ta'ala. Und es wurde gesagt, dass er gestorben ist im Jahre 126 oder 127. Und eine weitere Biografie der Salaf ist Ar-Rabi' ibn Khuthaym Abu Yazid al-Thawri. Al-Dhahabi rahimahullah sagt über Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah, Al-Imam al-Qudwa, Al-Abid, Al-Kufi, Ahadul A'lam. Er sagt über Rabi' rahimahullah, er ist der Imam, er ist der Vorbild, er ist derjenige, der viele gottesdienstlichen Handlungen ausübt, aus Kufa, eine von den Sternen. Eine von den Sternen was? Des Wissens. Des Wissens. Al-Dhahabi rahimullah sagte, er hat zwar wenig Hadith überliefert. Jedoch, er hat bzw. er genießt große Position und Ansehen. Und er gehört zu den vernünftigen Menschen. Die Menschen, die Verstand haben. Die große Vernunft haben. Und er war auch von den nahen Studenten von Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, er war von seinen nahen Studenten. Sodass eines Tages sagte ibn Mas'ud radiallahu wa rahima, sagte zu ihm, Abdullah ibn Mas'ud sagte zu wem? Zu Rabi' ibn Khuthaym rahimahullah. Er sagte zu ihm, O Abu Yazid, seine Kunja war Abu Yazid. O Abu Yazid, hätte dich der Gesandte Allahs gesehen, so hätte er dich geliebt. Also, O Abu Yazid, hätte dich der Gesandte Allahs gesehen, so hätte er dich geliebt. Dann sagte weiter Abdullah ibn Mas'ud und sagte, und ich schaute nie zu dir, außer erinnerte ich mich an der Bescheidenheit und der gottesfürchtigen Menschen. Nur das ist ein Sahabi, der hier spricht. Abdullah ibn Mas'ud, einer von den besten Sahaba, von den wissendsten Sahaba. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an. Und er sagte zu Rabi ibn Khuthaym, der sein Schüler war eigentlich, ich schaute nie zu dir, außer erinnerte ich mich dabei an den Bescheidenen und der gottesfürchtigen Menschen. Al-Dhahabi rahimullah macht einen Kommentar hier. Er sagte, dies ist wahrlich eine besondere große Vorzüglichkeit für Rabi ibn Khuthaym rahimahullah. Wahrlich, ohne Zweifel, ist eine besondere Vorzüglichkeit, wenn ein Sahabi sowas über eine Person sagt. Und Rabi ibn Khuthaym rahimahullah, er sagte,
eure geheimen Angelegenheiten, eure geheimen Angelegenheiten, die ihr vor den Menschen verbergt, und Allah kennt sie. Es-Sarair, Es-Sarair. Yani, wir haben gesagt, Salafi, äußerlich und innerlich, nicht nur äußerlich und in der Moschee und vor den Menschen, wenn sie dich sehen, auch wenn du alleine bist, auch wenn dich niemand sieht, bist du alleine in der dunklen Nacht, trotzdem bist du aufrichtig in der Religion Allahs gegenüber. Du tust diese Sachen vor den Menschen und auch wenn die Menschen nicht da sind. Weil du bist aufrichtig. Du bist aufrichtig in der Ausführung. Für dich spielt keine Rolle die Anwesenheit der Menschen oder ihre Abwesenheit. Du tust deine Handlungen für deinen Schöpfer, der dich beobachtet, der dich sieht, dem nichts entgeht von deinen Taten. Und wurde überliefert, dass Rabia ibn Khuzaym, rahimahullah, dass er seit 20 Jahren, er sprach kein Wort, außer dieses Wort macht ihn noch größer. In den 20 Jahren, außer diese Wörter macht ihn noch größer, seine Position wurde noch erhöht. Und eine weitere Person sagte, ich begleitete Rabia ibn Khuzaym 20 Jahre lang. Und in die 20 Jahre habe ich nie von ihm ein Wort gehört, wo er getadelt werden soll. In 20 Jahren er ist mit ihm gewesen, seine Begleitperson. Und in 20 Jahren hat er nie ein Wort gesagt, eine Beschimpfung oder irgendwas, wofür er getadelt sein sollte. Man schaut, wie er seine Zunge bewahrt hat und geschützt hat. Und eine weitere Person sagte, ich saß bei Rabia ibn Khuzaym jahrelang. Yani er saß in seinen Unterrichten. Und er fragte mich nie nach dem, worauf die Menschen sind. Yani was läuft und so, was gibt es Neues. Oder er fragte mich nie. Yani lange Zeit, er sitzt bei ihm und er fragt nie, yani, was läuft yani, bei den Menschen und mit was sie sich beschäftigen oder so. Nie. Außer einmal, sagte er, ist deine Mutter noch lebendig? Irgendwann später hat er gefragt, ist deine Mutter lebendig? Sonst hat sich nie beschäftigt richtig mit den Angelegenheiten der Menschen und was sie machen und was sie tun, wo sie gehen, wo sie kommen und so weiter. Wenn zu Rabi' ibn Khuzaym rahimullah gesagt wurde, wie bist du aufgewacht? Wie bist du am Morgen, am frühen Morgen, wenn zu ihm gesagt wurde, wie bist du aufgewacht? So sagte er, schwach und sündenhaft. Schwach und sündenhaft. Die ihre Nahrung zu sich nehmen, ein Arsaq, die ihre Nahrung zu sich nehmen und warten auf ihre Frist. Das ist die Situation der Menschen. Er steht auf, er muss die Nahrung des Tages, was ihm vorbestimmt ist, zu sich nehmen. Und dann vergeht dieser Tag. Das Vergehen dieses Tages vergehen deine Jahre, deine Lebenszeit, deine Lebensspanne. Und wartest du Tag für Tag auf deine Frist, die dir festgesetzt wurde. Und er sagt, schaut, schwach. Schwach und sündenhaft. Weil, dass jemand eine gerechte Abrechnung mit sich selber macht, er darf ja nicht über sich selber gut denken. Fertig. Wenn er über sich gut denkt, Ibn Qayyim Rahman sagt, schon hier ist der Fehler. Weil dies verhindert dich, eine gerechte Abrechnung mit sich selber. Wieso? Weil dann wirst du deinen Mangel als Vollkommenheit sehen. Deine Sünden als gut beheißen. Wieso? Weil du bist über sich erstaunt. Und Ibn Qayyim Rahman sagt, wenn du erstaunt bist über deine Ibadah, was du machst, schon hier ist der Falsch. Du hast gebetet viel und gefastet und so, und dann machst du, Maschallah, ich habe jetzt heute viel. Da bist du schon falsch. Dies sollte zeigen deine Schwäche noch. Deine Engel, die sind erschaffen, dass sie Allah, jeder Moment dienen sie Allah. Sie sind nonstop in Sujud, Bruder.
am Yom al-Qiyamah, wenn sie Allah Ta'ala sehen, sie sagen, Allah, wir haben dich nicht genug angebetet. Und sie haben nichts in ihrem Leben was anderes gemacht, außer Anbetung zu Allah. Und du machst nur ein paar Minuten und denkst, Mashallah, ich bin der Beste. Und hört euch diese Wörter von Rabbi ibn Khuzaym, rahimullah, er sagte, alles, womit nicht das Angesicht Allahs angestrebt wurde, so wird diese Sache verschwinden und verblasen. Hey, diese Sache wird verschwinden. Auch wenn man denken würde, wow, das sind so viele eine Anzahl und sie machen so viele Aktivitäten oder und so weiter und so fort. Lass dich nicht täuschen. Schau, ist diese Sache für Allah oder doch nicht? Denn wenn sie nicht für Allah ist, sie wird verschwinden. Und Rabia ibn Khuzaym rahimahullah, er hatte den Mushaf, yani der Koran, in seinem Zimmer. Und wenn jemand zu ihm ging, wenn ihn besuchen, so bedeckte er den Koran, der Mushaf. Wieso? Damit die Menschen nicht sehen, yani, wie man Malik rahimahullah, er bedeckte auch. Damit die Menschen nicht denken, yani, schaut, er liest nonstop Koran. Yani, dass die Menschen nicht so gut denken von ihm. Das sind Salaf. Und nicht diese durchgeknallte Psychopathen, wie Isis und Disis und Misis und wie sie heißen, wo sie sich aufnehmen und kommt hier und so, da ist alles aus und raus. Nein. Das sind Leute der Irreführung, Bruder. Nicht Leute der Sicherheit und Leute der Frieden und Leute des Gute beibringen. Schaut dieses Buch von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimullah. Was bringt er dir bei? Bringt er dir bei die Sachen, die du gefragt wirst im Grab? Er bringt dir nicht bei, wie du das revolutionieren, Aufstände machen und so weiter. Nein, er bringt dir entscheidende Sachen, essentielle Sachen, die du brauchst. Und nicht Revolutionen organisieren und Staatsstürzung und Putsch und so. Aber das sind die Ikhwanis. Die Ikhwani al-Muflisin, yani. Die Muslimbrüder, die sie sich so nennen selber. Sie, bei ihnen, lernst du so Sachen nie. Was lernst du? Wie man Staatsstürzung macht. Wie man yani, Unruhe stiftet. Und schau, die gehen immer wieder yani, auf der Straße. Sie lernen nie. Immer wieder auf der Straße, immer wieder Blut vergießen. Ein normaler Mensch, der jemand der Vernunft ist, einmal sieht er, er verbrennt sich. Er lässt sich doch nicht am selben Wunde zweimal verletzen. Er lernt, er zieht eine Lektion. Nein, diese Menschen sind hypnotisiert von diesen Köpfen der Ikhwanis. Und Rabbi ibn Khuzaym, rahimahullah, er hat eine Lähmung, er war gelähmt. Und er wurde aufgrund seiner Lähmung, er wurde zum Gebet getragen. Und er wurde zum Gebet zur Moschee getragen. Dann wurde zu ihm gesagt, yani, dir ist diese Sache erleichtert, yani, du kannst zu Hause beten. Dann sagte er, ich kann mich nicht yani, enthalten, wenn ich der Muezzin höre, Hayya ala Salah, und dass ich nicht dem Gebet yani, beiwohne in der Jama'a. Wenn er diesen Ruf des Muezzin hört, diese Leute verwirklichen diese Wörter. Sie wissen dessen Bedeutung, was es heißt, kommt zum Gebet und so weiter. Also ich kann mich nicht enthalten. Er wurde sogar getragen von seinen Leuten, von seinen Angehörigen zum Gebet. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.